Okay, let's go. Mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Ja, sorry, Freunde. Ich hatte viel zu tun in letzter Zeit. Ich hatte leider keine Zeit gehabt, mich um andere Sachen zu kümmern. Weiter. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr hattet eine, oder habt eine gute Vorweihnachtszeit. Ich für meinen Teil auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Ah ja, stimmt, wir waren in der Stadt hier, ne? Ah doch, wenn man Select drückt, steht Monkradler. Okay, drei Charaktere. Ja, wir haben jetzt somit alle Charaktere, die man in dem Spiel bekommen kann. Soweit ich das jetzt überblicken kann, ne? Was haben wir hier? Warte mal, Skills. Ne, hier, ja. Einen Unterstützer können wir noch mitnehmen. Und ansonsten haben wir alle da. Oh, warte mal, wir müssen mal ganz kurz hier die Reihenfolge ändern. Und zwar nehmen wir natürlich Zähl mit für, ja, Rechan. Gal ist natürlich eine nice Unterstützung, ne? Keine Frage. Komm, wir nehmen ab. Wir können ja eh im Kampf wechseln. Also von daher ist es eigentlich völlig egal, welche Reihenfolge wir nehmen. Es kann sein, dass meine Stimme ein bisschen laut ist. Ne, das ist okay so. Sorry, Freunde. Wenn ich die Kopfhörer auf habe, dann habe ich den Bass oder beziehungsweise die Lautstärke meiner Stimme manchmal nicht wirklich unter Kontrolle. Hier bei... Chaotisch? Hier bei dem waren wir aber noch nicht, oder? Ich muss auf dem Feld arbeiten, aber ich kann nicht wegen der vielen Dornen. Achso, stimmt. Für ihn sollten wir die Dornen wegmachen, glaube ich, oder? Kann das sein? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt hier noch eine Nebenquest war. Achso, und Entschuldigung hier wegen meiner Ausschlag hier. Ich habe mich beim Rasieren irgendwie, ich glaube, ein falsches Rasierschaum. Ich glaube, ich vertrage das nicht. Ganz komisch. Das sieht auf jeden Fall aus wie Herpes oder so. Aber ist tatsächlich nur, nur ein Ausschlag. Okay, gucken wir mal. Danke nochmal. Ah, genau, den haben wir hier geholfen. Ich glaube, wir haben hier auch alles gehabt, ne? Hier braucht man uns nicht mal umzuschauen. Gehen wir mal gucken. Wir haben auch alle Schätze mitgenommen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr Krieger der Sonnenwende seid. Ich wäre gerade erst angekommen. Okay. Ja, es ist nett von ihm, ne? So, sind wir jetzt endlich hier? Jawohl. Okay. Gehen wir mal raus aus dem Dorf. Ich hoffe, wir müssen nicht ewig weit laufen, Freunde. Wo ist... Ach, da hinten ist ein Schiff, ne? Ah, das Schiff können wir aber nicht benutzen, oder? Oh, der war doch. Sieht danach aus, ne? Komm, wir versuchen es nochmal. Mal gucken, ob man irgendwie aufs Schiff kann. Würde mir sehr gelegen kommen, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Ah, was haben wir hier? Da kann man aber nichts machen, ne? Ne. Ach so, hier können wir nachher das Schiff rufen wahrscheinlich. Das macht Sinn, ne? Das macht Sinn, ja. Dann kommen wir bestimmt auch an Punkte, wo wir bisher nicht dran gekommen sind, denke ich mal. Oder gehe ich zumindest schwer von aus. Jetzt schauen wir mal. Verboten Höhle. Ach nein, wir müssen echt durch die ganzen Katakomben auch nochmal laufen. Na gut, das geht aber eigentlich relativ schnell. Und man kann vielleicht sogar noch ein, zwei Kämpfe mitnehmen, ne? Boah, Freunde, das letzte Mal, dass ich das Spiel gespielt habe, ist schon ein bisschen her. 2 Wochen, um genau zu sein. Wie gesagt, ich hatte leider viel zu tun und konnte zwischendurch nicht mal ein paar Aufnahmen machen. Sonst hätte ich ein paar Aufnahmen für uns gemacht. Und das holen wir aber jetzt nach. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Was soll ich sagen, Privatleben geht eben halt vor. Ihr wisst doch, wie es ist. Und man hier? Ja, sehr schön. Da können wir wenigstens mit dem Schiff direkt fahren, ne? Oder? Jawohl, okay, perfekt. Gut, dann geht's ja. Okay, wo müssen wir hin jetzt? Wir müssen da hinten hin, ne, wo der Stern ist. Aber Feuer, das würde mich auch mal interessieren. Was ist das hier? Kann man hier auch irgendwas machen oder was? Nee, ne? Oh, was war das? Nee. Schade. Ich habe gehofft, hier wäre so ein versteckter Geheimort oder so. Aber dem war leider nicht so.
Oh, was ist denn da unten? Da waren wir. Waren wir da schon? Nee, da waren wir auf gar keinen Fall. Komm, wir gehen da jetzt mal hin. Was ist denn das hier? Gucken erstmal hier, ob irgendwo vielleicht. Da müsst ihr mal nachschauen hier, ne? Manchmal sind hier so kleine geheime Orte. Habe ich letztens durch Zufall irgendwann mal entdeckt hier. Aber scheint diesmal nicht so. Was ist denn das hier? Na? Fragezeichen. Da gehen wir mal hin. Da waren wir noch nicht. Hier kann man schon mal abspeichern. Sollten wir vielleicht mal tun. Nicht, dass wir noch schnell das Zeitliche segnen. Uhrwerkrätsel. Da sind wir jetzt stehen geblieben. Was ist denn das hier? Ach, man kann hier angeln. Da gibt es übrigens eine Auszeichnung für Freunde, habe ich gesehen. Aber hier sind gar keine Fische, ne? Kann das sein? Ich sehe hier keinen Fisch. Ich glaube, die haben wir schon alle hier, oder? Ne, Quatsch, wir waren ja noch gar nicht hier. Gucken wir, ob wir irgendwo hier lang gehen können oder so. Ah, da ist eine versteckte Truhe, Freunde. Eine Regenbogenschnecke. Boah, die habe ich aber nur durch Zufall gerade gesehen, ne? Ich schwör's euch, die habe ich nur durch Zufall gesehen. Ja, dann hat sich das schon mal hier gelohnt, ne? Egal, ob jetzt hier was war oder nicht. Scheißegal. Ich glaube, hier kann man nachher unter Wasser. Gibt es nachher einen Strudel oder so bestimmt. Ne? Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal hin, Freunde. Safe. Ah, genau. Wisst ihr, was wir noch machen können? Wir können die Schnecken abgeben, oder? Sollen wir das noch schnell machen? Komm, wir geben mal schnell die Schnecken ab. Dann kriegen wir noch einen Bauplan, glaube ich. Bauplan, wo war das? Das war hier, ne? Wächterinsel war das, ne? Wir kicken mal. So. Ja, wir sind fast da. Mich ist vorbeigefahren? Aber tatsächlich. Das gibt's doch gar nicht. Warum Werbung auf Twitch? Weil ich Affiliate bin und das automatisch ist. Ich habe das so eingestellt. Aber die wenigste Werbepause habe ich extra eingestellt für euch. Damit ihr nicht so die ganze Zeit da Werbung habt oder so. Ich bin letztes Mal selber im Stream gewesen bei jemandem. Da war permanent Werbung. Das hat mich echt irgendwie. Klar, ich kann es verstehen, aber wenn das zu viel Werbung ist, dann ist auch schnell uninteressant, ne? Da macht das keinen Spaß zum Zuschauen. Deswegen habe ich das auf die kürzeste Dauer eingestellt. Verzeiht mir. Achso, hier gibt es ja keine Karte auch, ne? Gibt es keine Karte. Warte mal. Das war oben, ne? Boah, ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Weg da hochzulaufen wieder. Danach müssen wir eh wieder runter. Komm, aber die Äpfel nehmen wir noch schnell mit hier. Das dauert mir ein bisschen zu lange. Da gibt es auch nur den Weg leider, ne? Ne, ich gehe da jetzt nicht den kompletten Weg hoch. Können wir später machen. So, was war hier eigentlich? Haben wir den Ort schon? Ja, Himmelwächterbrücke. So, dann gehen wir mal gucken hier. Zu den Kontinenten müssen wir. Gehen wir irgendwann später die Regenbogenschnecken ab. Ach, wir kommen auch nur. Wir gehen mal außen rum. Ich will mal sehen, was passiert. Genau, hier war die. Die Burg. Da waren wir auch noch nicht, ne? Da habe ich kurz davor. Bin ich ja nochmal zurückgegangen. Ich glaube, dahin müssen wir auch. Da, oh, was war das? Braucht ihr eine Stärkung? Ach so, hier kann man wahrscheinlich wegteleportieren, ne? Komm, wir probieren das mal aus. Der spuckt uns einfach aus. Cool gemacht. Aber jetzt sind wir wieder da, wo wir eigentlich nicht hin wollten. Das ist natürlich jetzt blöd. Oh. Aber einfach mal interessant zu wissen, wie das vonstatten geht hier, ne? Genau, jetzt können wir wieder hier raus und dann, ja, okay. Gut.
Ja, das war jetzt natürlich blöd von mir, sorry. Aber ich wollte eben halt mal ausprobieren, was man da machen kann. Also das ist auf jeden Fall der Teleporter anscheinend, solange wir das Flugschiff noch nicht haben, ne? Weil da hätte ich aber mal Bock drauf, auf das Flugschiff. Kann ich mir, da gibt es bestimmt den einen oder anderen Ort, wo man noch nicht war. Oh, was ist denn das hier? Achso, ja, genau. Das hatten wir ja schon mal, ne? Kann man hier eigentlich reingehen? Ne. Nö, nö, nö. Leider nicht, Freunde. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier. Ne, da waren wir ja schon. Da gehen wir nach da oben, genau. Boah, da müssen wir echt den ganzen Weg wieder hochlaufen, bitte. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Es sieht danach aus. Aber vielleicht können wir eine Abkürzung nehmen. Ich glaube, wir können dann die rechts die Abkürzung nehmen, oder? Die haben wir doch freigeschaltet. Jawohl. Genau, und dann sind wir direkt da. Perfekt. Okay, dann gehen wir diesmal hier zur Burg. Aber warte mal. Eins will ich noch wissen. So, von hier kamen wir ja, ne? Ne? Doch nicht? Von hier? Auch nicht, okay. Hätte sein können. Ach stimmt, wir kamen von links, ne? Kann das sein? Ne, von da ist... Okay, ne, dann vertue ich mich. Doch, von oben kamen wir. Jetzt sehe ich es auch, ja. Aber können wir nicht mehr zurück. Uhrwerkschloss, okay. Mal einen kleinen Schluck trinken. So, oh, ist natürlich abgeschlossen hier. Wie kann es auch anders sein, ne? Also der Haupteingang ist schon mal... Oh, bewegt sich nicht. Der Haupteingang ist verriegelt. Bedeutet, wir müssen außen rum gehen. Gucken, was hier für Gegner kommen. Oder Schätze, ne? Wir könnten noch ein bisschen Ausrüstung gebrauchen. Wer ist er denn hier? Ist das ein Gegner oder was? Oha! Das ist wirklich ein Gegner. Ey, sorry, Freunde, habe ich nicht gesehen, ne? Habe ich nicht gesehen, ey. Was war das denn? Ach so, Freunde, und ich habe auch jetzt hier was entdeckt, ne? Aber das machen wir später. Ich habe die ganze Zeit etwas falsch gemacht. So. Ja, lässt sich jetzt leider nicht vermeiden. Aber einen schönen Feuerball rein. Und kaboom. Jawohl. Na, wen haben wir jetzt hier? Rechan. Nur. Das ist natürlich sehr wenig, ne? Komm, das ist eh Dreck. Fast tot. So, das nehmen wir mit. Ist hier noch eine Truhe? Nee. Hier ist jetzt tatsächlich ein Hebel. Oh, die Tür geht auf. Also hier gibt es den nächsten Endboss, meine Lieben. Und ich habe mir das Gefühl, dass der nicht einfach sein wird. Aber 100 sowas von nicht. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo muss ich... Ah, hier muss ich lang. So, hier geht's nach oben, nach unten. Wir gehen erstmal nach unten. Da gibt's ein... Oh, da. Da gibt's sogar noch eine Truhe. Was haben wir hier? Nichts mehr, ne? Schade. Aber wir müssen den noch nicht mal machen. Wir können auch hier... Nee, doch nicht. Machen wir aber. Zack. Okay. Oh. Der Gute ist fast tot, sehe ich gerade. Ja, jetzt will ich auf jeden Fall mal was ausprobieren. Was trifft Gegner in einen Bogen, ne? Ne, das war der hier, genau. Ich muss das mal ausprobieren. Drücke zum Ablenken A.
Ah, Mist. Okay, shit. Ja, jetzt habe ich es gesehen. Müssen wir nochmal machen. Ihr müsst immer A drücken. Ich habe das letztens irgendwo gesehen. Regnerischer Geruch, beruhigter Nebel, halt die Gruppe. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Der eine ist eh tot. So, was war das? Verursacht Arkanschaden, ja. Das machen wir natürlich. Ja, das ist ein sehr wirksamer Zauber, ne? So, jetzt versuchen wir das nochmal. Das interessiert mich jetzt mal. Also. Ja, so geil. So klappt das hier. Nur so wenig? Ich habe jetzt mit mehr gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber egal. Oha. Der hat gesessen. Okay, jetzt gehen wir erstmal auf jeden Fall nach unten und holen uns die Truhe. Ach so, stimmt ja. Wir müssen jetzt mal gucken, ne? Entweder wir heilen uns jetzt. Was haben wir? Zahnrad der Prototyp. Was war das denn bitte schön? Zahnrad des Prototypen. Da. Das wäre doch eine Geschichte für Tex. Ah, cool. Wir haben wieder... wir müssen unbedingt mal am Feuer Tex ansprechen. Ne? Wir haben viele, viele Geschichten, Freunde. Kriegt ihr übrigens auch eine Auszeichnung für, ne? So, wenn wir jetzt hier kein Lager entdecken, heilen wir uns mal schnell. Ah, da ist es doch schon. Perfekt. Ausruhen. Oder kochen. Warte, gucken wir mal. Nee, kochen brauchen wir nicht. Haben genug da. Ausruhen. Ach stimmt, das geht nur im Hotel, ne? Kann man sich da unterhalten, glaube ich. Ja. Egal. Freunde, was freue ich mich wieder online zu sein. Ein bisschen mit euch zu daddeln. Ein bisschen zu quatschen. Ein paar Wochen ist schon Weihnachten, ne? Wie schnell das Jahr wieder vorbei ist. Wahnsinn. Heute ohne Weihnachtsmütze, wie ihr seht. Hatten wir ja letztens schon im letzten Stream. Oh, was ist denn das hier? Das Uhrwerksschloss. Wir sind da. Der Ermit der Zwietracht ist irgendwo da drin. Ja, ich will aber sagen, da gehen wir aber noch ein paar extra Runden, Freunde. Ne? Leveln wir mal ein bisschen. Oh, die Tür geht von alleine auf. Tatsache. Ihr. Oh nein. Geht direkt zur Sache, wa? Unser Eid erlaubt nicht, dass wir euch ins Okolypten-Hauptquartier lassen. Und was ist mit eurem Eid als Krieger der Sonnenwende? Der wurde nicht freiwillig geschworen. Wir haben sie gezwungen. Valerie, bitte hör zu. Tretet sofort zurück, zur Seite. Halte dich an den Plan, Brugavess. Der Ermit wird sie Vernunft lehren. Gut. Ah, die haben also einen Plan, ja, dass wir scheitern. Entschuldigung, Freunde. Wir brauchen nur etwas Zeit. Bitte zählt, ergebt euch. Vergesst es. Dann tut es mir leid, aber die Okolyten müssen das Erweckungsritual vollenden. Wie ihr wollt. Na los. Nein, jetzt müssen wir gegen die kämpfen, Freunde. Ich denke, wir sollten das hier wohl auslassen. Ach so, das nur... Nein. Oh nein, Freunde, das war ja jetzt richtig mies, oder? Das ist jetzt nicht deren Ernst. Naja, anscheinend schon. Okay, dann, ja. Mhm. Okay. Trifft Gegner in einen Bogen. Machen wir das mal. Als erstes, würde ich sagen. Ach so. Wollte ich gar nicht machen.
Okay, das geht noch. Ja, machen wir mal einen Sonnenball rein, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Ah, 69 geht. Das ist nicht... Oh, das geht aber auch noch. Okay, also wir haben eine realistische Chance anscheinend. Ah, oh, Mist. Ah, war aber nicht schlecht, ne? Boah, was macht der? Ah, Gott sei Dank. Oh, wir haben eine Combo schon. Aber wir warten noch. Wir möchten natürlich, dass die Combo komplett voll ist. Aber wir machen Sprinterschlag, würde ich sagen, oder? Kicken wir mal so. Boah. War nicht schlecht. Sengende Pyramide, das haut rein. Haben wir aber überlebt. Ich würde sagen, wir heilen uns mal lieber, ne? Nur 40. Da kommen wir mal das Kräuterfilet, oder? Nehmen wir mal das hier. Mondchakus. Eine geile Fähigkeit. Absolut. Ja, war nicht schlecht. Ja. Ja, jetzt können wir heilendes Licht machen. Ich würde sagen, das machen wir auch, Freunde. Sicher, sicher. Wir gehen keine Risiken ein. Zumal wir auch wirklich angeschlagen sind, ne? Jetzt haben wir wieder voll und die sind immer noch so, wie sie sind. Bis jetzt konnten sie sich auch noch nicht heilen. Ich hoffe, das bleibt so. Eieiei, es tut mir leid. Geile Fähigkeit. Oh nein, jetzt heilen sie sich. Fuck. Boah, Dreck, alles auch noch. Okay, das wird sehr schwer werden. Das bedeutet, wenn die sich komplett hochheilen, wir müssen auf jeden Fall diese Spezialfähigkeit machen. Ne? Und die auf jeden Fall jetzt blocken. Das ist auch wichtig, dass wir die jetzt hier blocken. Sehr gut. Jetzt geht unsere Combo-Skills auch ein bisschen höher. Okay. Tja, was machen wir? Komm, wir machen das mal. Ah, schade, ich habe gehofft, dass unsere Combo so hoch geht, aber leider nicht. Kicken wir mal. Also. Sprinter, schlagen wir mal Feuerball, oder? Hat gar nichts gebracht.
Ah, selbst wenn wir Item benutzen, geht die Combo-Leiste ein bisschen hoch. Ja, nicht schlecht. Okay, wir können jetzt alles machen, rein theoretisch. Mond- und Sonnenmagie, Geschosse, das auf mehrere Ziele. Okay, das versuchen wir jetzt mal. Keine Ahnung, wir benutzen einfach mal die hier. Ah! Das wusste ich nicht, Freunde. Dass das so ein Geschoss ist. Oh, was passiert jetzt? Was passiert? Sie, die junge Dame nicht mehr bekämpfen. Oh! Wir haben es geschafft. Das sollte reichen. Ihr könnt euch uns anschließen, wenn... Ach so, es ging sich einfach nur um die Zeit zu überbrücken, Freunde. Einfach nur zu überleben. Okay, ich verstehe. Das haben die auch am Anfang gesagt, ne? Hinfort, wagt es nicht. Na Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, wir hätten keine Chance, Freunde. Gehen wir, Brugavis. Aber so konnte ich auch mal die Spezialfähigkeit mal machen. Die habe ich bis jetzt noch nie irgendwie freigeschaltet, weil die Gegner gar nicht so lange durchschalten. Normale Gegner jetzt, ne? So, kann man hier auch noch was machen? Ist hier noch irgendwo was? Oh ja, da ist eine Truhe, Freunde. Geil, geil, geil. Okay, was ist da drin? Ein robustes Zahnrad, ich werde verrückt. Wofür soll das denn gut sein? Item. Das scheint eine Waffe zu sein, ne? Ja, für Gal. Geil. Wir haben die neue Waffe für Gal gefunden. Und die ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Ausrüstung. Und zwar hier den guten. Phosphordeckel hat er nur. Ja, jetzt kriegt er was Ordentliches hier. Schön. Perfekt. Freuen wir uns doch. Ja, das war's aber auch leider, ne? Hier ist sonst nichts mehr. Heilen brauchen wir uns nicht, aber wir können abspeichern. Wir gehen nochmal kurz hier hin. Man weiß ja nie, was kommt, Freunde. Ihr wisst doch, wie das ist. Und außerdem können wir noch ein bisschen kochen. Wir haben ein paar Items verbraten. Was war das? Ah, hier. Halt K.O.-Zustand. Boah, das ist natürlich das Nonplusultra, Freunde. Bolo Base hier, ne? 110 LP plus 6 MP des Verbündeten. Komm, wisst ihr was? Und das ist easy herzustellen, ne? Seht mal. Seht mal. Das sind 3 Fische, 3 Meeresfrüchte, ne, 4, Entschuldigung. 2 Zwiebeln und 3 Tomaten. Können wir 5 Stück herstellen? Machen wir auch. Ne, machen wir 4. Das ist ordentlich. Auf jeden Fall. 110 LP, das ist komplett voll einmal. Achso, Ausruhen brauchen wir uns jetzt nicht, ne, oder? Ne, aber speichern können wir. Ja, von das rate ich euch auch. Ich glaube, das war ein Rezept, glaube ich, ne, Freunde, hier diese Bolognese, ne? Ja, stimmt, natürlich, alles sind Rezepte. Das konnte man kaufen, glaube ich. Das müsst ihr unbedingt kaufen, wirklich, das lohnt sich. Boah, geil, was ist das denn hier? Da könnt ihr auch geile Tränke mit herstellen. Da sage ich auch nicht nein. Boah, guck dir mal hier, was du hier ernten kannst. Was geht denn hier ab? Geiler Shit, Freunde. Aber das wird man auch wahrscheinlich brauchen jetzt, ne? Ich glaube, hier ist ja der Emit, ne? Haben sie ja gesagt. Ey, Leute, hier kann man rein und rausgehen, kannst du ernten, ne? Guckt euch das mal hier an. Wenn ihr hier ein paar Mal rein und raus geht, da kannst du ordentlich ernten. Zack. In einer Reihe, so gefällt mir das. Als allererstes kriegt ihr erstmal hier so einen rein. Ich bin großer, boah, guckt euch das mal an. Ich bin großer Freund von AOEs. Hasst, oh oh. Das ist schlecht. Machen wir noch einen schönen Sonnenball rein, oder?
Kaboom! Jawohl, so habe ich mir das vorgestellt. Genauso, nicht anders. Und ab hier ist es eh egal. Ja, damit bin ich schon nicht ein bisschen... Boah, 2000. Mit seinem Angriff bin ich noch nicht ganz zufrieden. Nee. Aber die leveln ja eh alle, ne? Also ich brauche die ja gar nicht. Sag mal schnell. Dann nehme ich lieber Gal. Ganz ehrlich. Wie geht denn das nochmal hier? Reihenfolge. Da. Ich nehme lieber Gal an mit. Finde ich besser. Gerade jetzt mit neuem Kochdeckel. Was haben wir hier? Das ist noch zu. Dann müssen wir erstmal nach links oder rechts gehen. Wir entscheiden uns mal für links. Aha. Kann man hier runterspringen, ja? Tatsache. Ah, da war ich aber schneller, mein Freund. Da war ich schneller. Nee, wir machen hier bei den Sonnenball. Fände ich persönlich effektiver. Auf jeden Fall. 96 nur bei dem einen. Direkt tot. So, jetzt bin ich mal gespannt mit dem Kochdeckel. Ja, kann man machen. So. Zack. Was passiert jetzt? Wofür ist das gut? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Müssen wir nach da oben oder was? Nee. Habe ich nicht wirklich verstanden, wenn ich ehrlich bin. Achso, wir müssen hier runter oder was? Nee. Was hat das denn für eine Bedeutung hier? Ich komme ja auch nicht mehr hoch, ne? Scheiße, ich bin hier gefangen, Freunde. Ich muss das Rätsel lösen. Ach, ich muss hier hoch. Okay, jetzt habe ich verstanden. Aber geht doch nicht. Wie soll das denn gehen? Achso, vielleicht das hier? Nö. Ach, sorry, Freunde. Also, man merkt, das ist lange her, ne? Man merkt es. Hier, das muss ich machen, oder was? Ah. Und jetzt? Nee. Machen wir nochmal. Doch, jetzt geht's wieder hoch. Es geht auch noch nach links, oder was? Nee. Warte mal. Sollen wir das mal ausprobieren? Komm. So. Doch, das scheint zu gehen. Aha. Guckt euch das mal an. Hier ist noch ein versteckter Weg, Freunde. Aber für wohin? Was geht denn jetzt ab? Aha. Ach, guckt euch das mal an. Ey, Leute, das war nur durch Zufall, ne? Ich habe nur durch Zufall das Rätsel gelöst, bin ich ganz ehrlich. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Also das haben wir jetzt geschafft anscheinend. Jetzt geht das wieder hier rein. Das war wirklich Zufall, Freunde. Ich habe das nicht verstanden. Aber man muss auch mal ein bisschen Glück haben, ne, im Leben. Kann ja nicht immer alles schief laufen. Wir könnten mal hier langsam, aber sicher mal hier so ein, ne? Ihr wisst schon, ein Lager entdecken. Jetzt müssen wir noch mal raus und reingehen. Was kann ich denn hier machen? Ach du Scheiße, ich muss da runterspringen. Ne, hier geht es auch noch eine Leiter runter. Dann nehmen wir lieber die Leiter.
Die zwei Gegner schaffen wir so. Und zwar Gal, der hat hier eine Fähigkeit fertig, ne? Kochtopfbombe. Boah, der hat 300 Kampfschärge. Wahnsinn, ne? Den werfen wir direkt mal so eine Kochtopfbombe rein. Immerhin, ne? Die können wir auch zerstören, aber machen wir nicht. Soll er ruhig machen. Das zieht doch nichts ab, ey. 10 ist ja lächerlich. So, jetzt haben wir hier ordentlich Münzen rumliegen. Jetzt rastet Gal erstmal aus hier. Komm, wir machen mal extra eine Kochtopfbombe. Ich will mal sehen, was passiert. Mal gucken, was das abzieht. Naja, auch nicht so viel, ne? Von 78 auf 85. Auch kein großer Sprung. Aber besser als nichts, oder? So, den machen wir jetzt hier mit einer Kombo. Ne, wir sammeln lieber. Wahnsinn. Aber Erfahrungspunkte, naja, bescheiden, ne? Oha, was passiert denn hier? Und was ist drin? Ein Gartenschlüssel, meine Damen und Herren. Müssen wir mal nachschauen, ne? Öffnet eine versperrte Tür im Uhrwerksschloss. Habe ich mir schon fast gedacht. Ach so, jetzt können wir das. Jetzt haben wir den Schlüssel gefunden. Ah, ich verstehe. Na gut. Gartenschlüssel. Rein da. Freunde, kommt da jetzt ein Endboss? Was sieht danach aus? Na komm, wir gehen nochmal zurück. Sicher, sicher. Wir legen uns lieber nochmal schlafen. Wir sind sehr angeschlagen. Wir haben kaum Mana. Also wenn man hier reingeht, Freunde, kann man sehr geil farmen. Ey. Wahnsinn. Ist eh direkt hier vor der Türe. Ne? Warum sollte man das nicht nutzen, oder? Ausruhen. Dann speichern wir nochmal ab und dann sind wir frisch. Warum Risiko eingehen? So. Scheiße, ich wollte eigentlich runterjumpen. Schade, dass man hier nicht nochmal ernten kann, ne? Na, gucken wir, was hier drin ist. Zwei Schalter. Oh. Okay. Was haben wir hier? Gut, gut. Und hier? Haben wir jetzt Scheiße gebaut? Nö. War richtig, ne? Ich glaube ja. Hat sich eine Treppe gebildet. Oh.
Shit, ich habe gedacht, wir könnten da reingehen. Aha. Oh, das war jetzt blöd, ne? Oh, jetzt ist er unten. Aber ich glaube, das war so gewollt. Jetzt haben wir zwei. Ach, der eine kommt dann hier rein, oder was? Nee. Schade. War das richtig jetzt? Nee, oder? Ah, warte mal. Achso, hier, ab hier kann ich ihn gar nicht mehr bewegen. Aber ich denke mal, das war so gewollt. Mist, Mist, Mist. Gut. Aber wir können hier auch nichts mehr machen, ne? Außer hier. Doch, hier können wir noch... Ah ja, okay. Und wenn ich den hier mache, geht der runter. Aber das Ding ist ja eh schon unten, ne? Es ist die Frage, warum muss das Ding unten, nach unten? Ich kann es jetzt auch nicht mehr bewegen. Muss ich da hochspringen oder was? Wir probieren das nochmal aus. Kann hier auch nichts mehr machen, ne? Ah, jetzt hat sich's bewegt. Okay. Ah, das muss hier rein, oder was? Einmal. Tatsache, Freunde. Das war die Lösung des Rätsels, so. So, das muss ja erstmal kommen. Aber geil, geil gemacht. Cool. Dass du doch noch auch im die Rätsel ein bisschen anspruchsvoller sind. Was ist das denn hier? Boah, guck mal, der hat hier richtig Kohle auf dem Tisch hier. Ist das hier so eine Bar oder was ist das hier? Was ist das denn? Eine ähnliche Form der Magie schimmert unter der Decke hervor. Was kann man da machen? Gar nichts. Hammer, ich muss weiterarbeiten. Redet mit Gel. Zähl oder was? Wer ist er? Locket. Oh, Reisende, möchtet ihr euch meine Waren ansehen? Sehr gerne. Endlich mal wieder. Boah, alter Schwede hier. Aber gut, das haben wir schon, ne? Gott sei Dank. Ich habe gerade gedacht, so viel Kohle haben wir doch gar nicht. Ne, das haben wir. Oh, doch, hier. Das wäre geil. Ein Blätterumhang. Sprotzt nur so veruralter Magie. Schade, Freund. Das hätte ich gern gehabt. Aber da müssen wir sehr tief in die Tasche für greifen. Ja, also hat jetzt nur diesen Blätterumhang, ne? Zwei Stück. Haben wir was zu verkaufen vielleicht? Ja, den Phosphordeckel. Den können wir verkaufen. Aber ansonsten nichts, ne? Nee, das bleibt auf jeden Fall bei uns. Da werde ich nichts von verkaufen. Okay. Schade. Gut. Redet einfach mit Zähl, wenn ihr was braucht. Ich bin nicht Zähl. Lasst mich arbeiten. Was stellt ihr denn hierher? Okay, ich glaube, wir haben alles. Na, was ist das denn hier für ein Ofen? Ah, geil. Am Lagerfeuer ist es gemütlich und warm. Wir ruhen uns aus. Das ist ein Lagerfeuer. So ein kleiner Ofen hier. Da ruhen wir uns natürlich aus. Speichern dann auch nochmal ab. Ja, wir haben jetzt schon 24 Stunden. Ich denke mal, so in 8, 9 Stunden werden wir wahrscheinlich das Spiel durchgespielt haben. Ich bin mir aber nicht sicher. So, das ist der besagte Zähl anscheinend. Ja, das ist es. Ich freue mich schon auf ihre Gesichter. Haha. Oh, Besucher.
Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Gal und das hier sind meine Freunde Valerie, Zell, Serai und Reshan. Hallo zusammen, ich bin Zell. Ich will nicht unhöflich sein, aber... Bist du ein Mensch? Ziemlich faltig für ein Kind, was? Das liegt daran, dass ich in meiner und meiner Freunde schon sehr lange 10 Jahre alt sind. Achso, okay, jetzt habe ich verstanden. Was meinst du damit? Zeit. Was ist damit? In diesen Mauern vergeht sie nicht. Oder zumindest nicht in den Körpern der Bewohner. Wir können keinen normalen Tod sterben, müssen aber auf ewig hier bleiben. Dieses Zeitgefängnis ist seit Jahrhunderten unser Zuhause. Würden wir gehen, würden wir sofort altern und sterben. Krass. Das ist die Quintessenz. Das ist düster. Schon gut, es gefällt uns hier. Außerdem sind wir für immer Kinder. Cool, oder? Es ist zwar nicht unbedingt das Nonplusultra, Maschinen für die Bösen herzustellen, aber besser als die Alternative. Und was wäre die Alternative? Frag die Assassinen. Ah, sie hat wieder Informationen, ne? Tja, was führt euch nun hierher? Wir wollen es mit den Akolyten aufnehmen und den Mieten der Zwietracht besiegen. Ach ja? Dann müsstet ihr durch diese große Tür gehen, die zur Ritualkammer führt. Um das zu tun, müsstet ihr allerdings den Hauptschlüssel der Uhrmacher ganz oben im Uhrturm holen. Und um das tun zu können, müsstet ihr erst das magische Siegel an der Tür zum Uhrturm aufbrechen. Sieht also nicht gut aus. Also wir haben noch jede Menge zu tun, Freunde. Sehr schön. Und außerdem, wieso solltet ihr dem Eremiten gewachsen sein? Valerie und Zell sind Krieger der Sonnenwende. Wirklich? Ja, jetzt wird's interessant. Jetzt sind sie alle hellhörig geworden. Wer weiß es? Lass es Nacht sein. Seht mal. Wow. Gibt's nicht. Habt ihr das gesehen? Valerie, oder? Komm doch mal her. Berühr mal diesen Kristall mit der Hand. Oha. Es funktioniert. Zell, du Genie. Was war das? Der Beweis, dass Magie der Finsternis katalysiert werden kann. Die Konsequenzen sind beispiellos. Heißt das, dass du uns helfen? Heißt das, du kannst uns helfen? Ja, dieses Experiment ändert alles. Wir haben nun ein Apparat, der euch gegen den Eremiten helfen wird. Ihr könnt jetzt in den Uhrturm gehen. Holt einfach den Hauptschlüssel, während wir die Vorbereitungen treffen. Die Okolyten werden sich wundern. Hahaha. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen leveln, ne, Freunde, oder? Mal gucken, was man da alles Geiles kriegt. Das war so cool. Ich würde das Licht auch gern kontrollieren. Versuchen wir es. Kommt schon, wir müssen den Apparat fertig machen, bevor sie wiederkommen. Mach das mal mit uns, Zell. Haha, okay, aber nur kurz. Jetzt ist die Frage, hat es funktioniert oder nicht, ne?